Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem Video. Heute geht es um Last Epoch, was der ein oder andere wahrscheinlich schon kennt. Das Game wurde 2018 über eine Kickstarter-Kampagne gestartet und ging 2019 in die Beta-Phase und dann auch 2019 in den Early Access. Und jetzt haben die Entwickler einen Final Release rausgehauen, der auch für mich interessant ist, weil ich da auf jeden Fall mal reinschauen würde, wenn es final rauskommt. Das Ganze könnt ihr jetzt schon auf Steam euch quasi vorbestellen. Und da kam ein neuer Trailer raus und den würde ich mir gerne mit euch zusammen angucken, weil ich weiß von Last Epoch eigentlich auch nur, dass es ein Diablo-Klon oder ein Diablo-Konkurrent ist. Und da ich ja aktuell mega in dieser Diablo-Welt aufgehe, sowohl mit Diablo 4 als auch mit Path of Exile, wo ich reingeschaut habe, will ich da auf jeden Fall auch reinschauen. Und ich weiß, der ein oder andere von euch kennt das Game auch schon. Deswegen können wir da auf jeden Fall im Februar reinstarten, weil im Februar ist der finale Release, ist also gar nicht mehr so lange hin. Mitte, Ende Februar kommt das raus. Und auf YouTube kam jetzt der letzte finale Trailer. Hier steht es auch nochmal. Am 21. Februar ist der finale Release und da will ich dann auf jeden Fall reinschauen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Trailer an, der geht 2 Minuten. Ich werde euch natürlich alles unten verlinken, sowohl das Game bei Steam, ist auch keine Werbung oder so. Und auch das YouTube-Video könnt ihr euch nochmal selber anschauen. Aber gehen wir rein. Ich bin gespannt. Oh Gott, ich glaube, ich muss nochmal neu machen. Sekunde, das war, da war eine direkt, da war, ging es ja direkt ab. Sieht, oh mein Gott, sieht cool aus. Ich weiß gar nichts davon, deswegen ist das für mich hier total jungfräulich. Bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß, es ist halt Diablo, verschiedene Klassen und man muss sich durchschnetzeln. Es sieht sehr gut aus. Ich hoffe, wir sehen auch ein bisschen mehr Gameplay. Ja! Es sieht sehr cool aus. Magiermäßig, Druide, Barbar, sehen wir alles. Da war ein Necro. Ich wünsche mir bei solchen Sachen immer neue Sachen. Oh, das ist neu, das kennt man nicht. Oh mein Gott, zu viel auf einmal. Man kann dashen, da ist so ein Bogenfritze. Magier, ist klar. Hat bestimmt auch Online-Multiplayer, oder? Ja, bestimmt. Es sieht halt, das ist schon mal echt was Positives. Es sieht typisch Diablo-mäßig aus. Das ist für mich erstmal ein positiver Aspekt. Das war noch niemals schon 2 Minuten. Wie schnell ging denn der Trailer? Februar, also noch genau einen Monat, Leute. Das war's. Kommt nur für Steam raus erstmal. Leider muss ich tatsächlich sagen, ich bin ja so ein Konsolenspieler. Deswegen hätte ich schon cool gefunden, wenn es auch für die Konsole kommt. Aber es sieht echt gut aus und die Klassen sind bekannt. Ein Bär ist da rumgelaufen, habe ich gesehen. Magier. Der Jäger war cool. Ein Necro oder so was ähnliches wie ein Totenbeschwörer habe ich gesehen. Es sieht echt gut aus. Und es ist so diese richtig oldschool Diablo. Diablo. Das fand ich cool. Das stelle ich mir sehr cool vor. So ein richtig breit gefächerter Angriff. Und er sieht aus wie so ein Necro-mäßig, ne? Das sind auch so Totenköpfe. Also echt cool. Haben wir noch was Interessantes gesehen? Genau, hier dieser Jäger mit dem Bogen. Das sah auch sehr cool aus. Ja, vielleicht schaue ich sogar schon vor rein. Der Early Access ist ja noch da, oder? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Könnte ich es jetzt schon spielen? Einzelspieler online. Ich wollte schon sagen, Online-Koop, okay. Das heißt, man kann es auch online spielen. Ich hab Bock. Base Classes, das sieht spannend aus. Man hat einen Mage, einen Sentinel, so einen Primalen. Das war bestimmt der. Ups, das war bestimmt der, ba der Bär. Akolyt ist bestimmt sowas wie Totenbeschwörer und der Jäger. Und die kann man dann nochmal aufsplitten in drei weitere. Runemaster,
Spellblade ist wahrscheinlich so ein Nahkampfmagier und normaler Magier. Schamane, Beastmaster, Druide. Druide haben wir eben bestimmt gesehen als Bären. Und dann Totenbeschwörer, Lich, Necromancer und Warlock. Jäger, Blade Dancer heißt Nahkampf, Fernkampf und Falconer, also irgendwas mit einem Adler, okay. Und Sentinel wird wahrscheinlich sowas wie ein Ritter sein. Ein Paladin, ein Void-Ritter und ein Forge Guard, wahrscheinlich so ein Defense-Monster. Das finde ich sehr spannend, muss ich sagen. Jetzt haben wir hier haben wir einen Skillbaum oder so. Wahrscheinlich wird das hier das Level sein. Dann kannst du hier Sachen. Sieht sehr cool aus. Runemaster. Passiv. Finde ich sehr. Ich habe irgendwie Bock, jetzt sofort da reinzugucken. Schuriken. Da hast du den ganzen Skillbaum. Sieht sehr cool aus. Cool gemacht. Vor allen Dingen auch nicht so erschlagen. Das finde ich schade, weil mir das System auch aus Path of Exile und Diablo 2 gar nicht gefällt. Ich will meine normalen Blöcke haben und da jedes Item nimmt einen Block ein. Da bin ich echt gar kein Fan von. Das ist auch das, was mich Path of Exile so ein bisschen stört. Aber es ist übersichtlicher als Path of Exile, würde ich auf den ersten Blick sagen. Weil bei Path of Exile hat man ja immer hatte man eine Million verschiedener kleiner Items, die alle irgendwie eine andere Fähigkeit hatten. Mal nochmal ein paar Angriffe. Okay, wer reingucken will, Leute, macht das auf jeden Fall. Ansonsten gucken wir am 21. Februar rein. Ich hab Bock. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne Follow da lassen. Ich werde das bestimmt auf Twitch livestreamen, dort auch mal vorbeischauen. Like auf dem Video lassen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.